Also ich halte extrem viel von dem Produkt, also es ist ja einmalig hier. Die Frauen kämpfen hier das erste Mal in wirklich einer eigenen Show. Und ich freue mich mega drauf, dass die Frauen auch mal zeigen können, was wir so drauf haben und dass wir mindestens genauso viel können wie die Männer. Salzbier. Das Bier? Nein! Ausgewichen, ein Roller, eins, zwei, und das drei. War's ja wohl! Fatma! Fatma was? Überrascht! Was? Jessie J, haben Sie diesen Pin gesehen, wie sie sich noch wie eine Spitze, wie eine Minarette förmlich in die Luft bewegt hat und diesen Pin erzielt hat? Was war denn das? Schlau gemacht. Aber Jessie J scheint nicht so ganz zufrieden zu sein mit was dem Ausgang. Was für eine schlechte Verliererin, Jessie J. War sehr wichtig, Frauen freuen sich sehr. Verbeugt sich richtig jetzt. Also. Kyle Smith, naja, ich meine, jetzt umarmen sie sich, aber gut. Referee Pascal Singer sieht da jetzt nichts. Die geht voll mit dem Kopf in das ungeschützte Turnbuckle. Das hat er nicht gesehen. Powerbomb. Check, nein. Eins, Powerbomb. Zwei, das drei. War's. Sieg für Jessie J. Was für ein unfairer Sieg. Was für ein unfairer Sieg. Aber ich weiß nicht, ob nicht dann Madison Miles ganz unschuldig war, wie da sie mit Sigmaster Rapper oder vormals Sigmaster Rapper, jetzt ist ja nur mal Pascal Siegner, der Referee kollidiert ist. Das müsste man. Liegen. Moment, Jessie J. Noch einmal ein Tombstone Piledriver. Um Gottes Willen, ich traue mich gar nicht hinschauen. Der Tausch Volking auf diese Spüle. Und der Pin hinterher. 1, 2, 3. Jessie J. hat es geschafft. Unglaublich. Verdient. Ein aber großer Respekt Match an beide. Aber Maria Della Rosa war meine Gegnerin. Also was ist mit mir? Was habt ihr für mich geplant? Lass das so scheiße. Ha, hu, ha, aber das ist einfach zu wenig. Oh, das meine ging Güte, Ossie, Spencer, Finn, nein! Eins, zwei, die Beine am Seil. Drei, es da ist durchgegangen. Da hatte sie die Beine am Seil. Referees, die ja mal ihre vier Augen aufmachen. Ja. Jessie J gewinnt. Dank einer unaufmerksamen Referee-Dame. Maria Della Rosa. Nein, hier gibt's ein Handshake. Okay. Dann ist ja alles wieder okay zwischen den beiden. CJ, was hat sie da? Ist das eine Vase? Das. Oh mein Gott, Roman Tausch scheint hier bewusstlos zu sein. Aber hey, was hat sie denn da jetzt? Das ist ein Aschenbecher gewesen. Kann überhaupt nichts entscheiden, Herr Rogers. Was soll denn das? Das Match muss weitergehen. Das ist eine Frechheit. Das kann Roman Tausch nicht so entscheiden. Lob, eins, zwei, das ist eine drei. Frechheit, das ist ein Witz. Das ist Sauerei. Und jetzt hat er sich auch noch abgelenkt mit dieser Decision. Roman Tausch, was ist mit ihm los? Jawohl, jawohl. Genau das hat er sich verdient, Roman Tausch. Jawohl. Die schlägt jetzt. Irre! Wie eine völlig, ja, wie eine Furie, die hier alles rauslässt auf Roman Tauscher. Absolut besessen. Bushido auch. Die schleudert da den Candlestick, wirbelt den auf die Luft. Da haben diese Candlestick. Ja, Roman Tausch, der ist momentan halt im Koma oder in. Brauchen sofort einen. Brauchen einen Arzt. Einen Arzt brauchen wir, schnell. Solche Szenen erinnern mich auch manchmal so an den St. Marxer Schlachthof. Herr Rogers, da passiert auch solche Szenen. Leute wollen jetzt wissen, wie ist der Status quo um Jessie J? Alice, welche Konsequenzen gibt es jetzt für Sie? Aus diesem Grund haben Roman und ich uns auch gestern entschieden, Jessie J aus dem Women's Tournament herauszuziehen. Chantel Jordan, die dieses grandiose Match knapp gegen Jessie J verloren hat, holst du jetzt zurück ins Turnier?
Ist es euer Ernst? Ist es euer fucking Ernst? Ihr nehmt mich, Jesse J, aus dem Glam Championship Tournament. Und dann erfahre ich noch, dass ihr Chantal Jordan in mein Match gebucht habt. In mein Match. Die Chantal Jordan, die ich bei einem Close Count Anywhere Match zerlegt habe. Ich habe schon lang keine Frau mehr blutig geschlagen. Aber glaub mir, du bist so kurz davor zu erfahren, wie es sich anfühlt, blutüberströmt am Boden zu liegen und zu hoffen, dass dir deine Mama helfen kann. Aber glaub mir, nicht mal die kann dir dann mehr helfen. Niemand nimmt mir das, was ich will. Ich bin diejenige, die Glam groß machen wird. Ich bin diejenige, die Glam an die Spitze bringen wird. Denn ich bin fucking Jesse J. Und ich mach, was ich will, wann ich es will. Also, fickt euch und wir sehen uns auf der Burg. Ladies and gentlemen, it's Riko Bushido standing by with one of the participants of the Cinderella Deathmatch. Of course, later on this week, we're going to show you the Cinderella Deathmatch. But first, I'm standing here with Jesse J. Jesse J, what are your feelings going into this match and having lost your spot in the championship tournament? Ich finde es immer noch eine Riesenfrechheit, mich aus dem Championship Tournament zu nehmen. Denn ich habe Chantal Jordan klar und deutlich besiegt. Aber ich hätte es mir schon vorstellen können. Weil Roman leitet seine Liga so, wie er will. Und nicht so, wie es die Fans wollen. Aber Cinderella Deathmatch. Ich habe schon so viele Hardcore-Matches in meinem Leben gehabt. Ein paar mehr als Lexa. Und deswegen werde ich auch gewinnen. Weil ich kann mit Schmerzen umgehen. Und ich kann noch besser Schmerzen austeilen. Ladies and gentlemen, Jesse J.